One, two, three, four. So roll, only God knows where we'll go. No matter long as I've got your love, I'd never want to wake up looking into someone else's eyes. Not a voice calling me baby, the internet on the phone. New girl putting on the makeup for dinner on Friday night. I don't ever wanna know. No, what a shotgun rider beside you, singing to the radio. Slide, slide over nice and close. Lay your head down on my shoulder. You can fall asleep, I'll let you dream. Life ain't nothing but a dream. Don't wanna be cruising through this dream without you. I don't ever wanna wake up looking into someone else's eyes. And not a voice calling me baby, the internet on the phone. Putting on the makeup for dinner on a Friday night. I don't ever want to know what a shotgun rider beside you singing to the radio. I'm not a voice calling me baby, yet I ran on a phone. A new girl putting on a makeup for dinner on Friday night. I don't ever want to know what a shotgun rider beside you singing to the radio. As we sit on the front porch at old gray house where I was born and raised, staring at the dusty fields where my daddy worked hard every day, I think it kinda hurt him when I say daddy, there's a lot that I don't know. But don't you ever dream about a life where corn don't grow. He just sat there silent, staring at his favorite puff the cup. I
saw a storm of mixed emotion in his eye when he looked up. He said, son, I know in your age seems like this old world is turning slow. And you think you'll find the answer to it all, where corn don't grow. More times are real, there's dust to feel, no matter where you go. You may change your mind, cause the weeds are high, where corn don't grow. Turn on all back in your house. I was only 17 back then, and I thought that I'd be more than I know now. I can say he didn't warn me, the city life's a hard road to hold. Ain't it funny how we dream? Where corn don't grow. Hard times are real, there's dusty fields, no matter where you go. You may change your mind, but the weeds are high, where corn don't grow. You may change your mind, oh, the weeds are high, where corn don't grow. Yeah. All right, we are back, Wood. Auch von uns herzlich willkommen daheim vor dem Bildschirm. Und ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Die ersten zwei Bands haben wir schon gehört. Riesig genial. Auch riesig genial, die Organisation. And hello from Switzerland to all the other countries. We're playing country. All right. One, two, three, four. Yeah, the whole town came out to watch. They paid the parking lot. Somebody hung a ribbon, then they cut it down. And the big white rose upon that sign, put innocent in all our lives. We could see its neon light from half a mile. Gas was 50 cents a gallon, they put it in for you. They bump your tires and check your oils, wash your windows too. And we shine those cars bright as bright, we go parked underneath that light. Stare out at the prairie sky, there was nothing else to do. Now that fly will fall, where the windows all got smashed. There is just a junk of concrete, so old palms used to stand. There's a couple of cars about in the ground. That old sound still spin around and round. I guess the white rose filling stage is just a memory now. And the girls would spend a couple of bucks just to meet the boys working at the pumps. They grew up and fall in love, they've all moved away. Strangers used to stop and ask, how far they driven off the map. Then they
stay out on the highway. Not as flowers for the last, where the windows all got smashed. There is just a jungle concrete, these old palms used to stand. There's a couple of cars that bowed at the ground. That old sound still spinning round and round. I guess the white rose filling station just a memory now. That neon sign was the heart and soul. This old one horse town. It like it lost its way to live the day they shut it down. Not as flower for the land, where the windows all got smashed. There is just a jungle concrete, this old palm used to stand. There's a couple of cars that bound to the ground. That old sound still spinning around and around. I guess the white rose filling station just a memory now. Get it, old white rose filling station just a memory now. Dankeschön. Da vom Circle draußen. Da klatschen schon die, die schon gespielt haben. Danke vielmals. Yes, merci. Ich hoffe, ihr seid alle high parat. Und Dani, nochmal Gratulation zu der Eurex-Prüfung. Das ist ein Insider für den Arbeitskollegen. Und weiter geht's. Alright, wir werden rockig. Here we go, folks. One, two, three, four. I ain't rich, but I damn sure wanna be. Working like a dog on Main, ain't you working for me? I wish I had a rich uncle that'd kick the bucket. Now we're sitting on a pile like Warren Buffett. I know everybody say money can't buy happiness. Say goodbye me a boat. It could buy me a truck, a bullet. It could buy me a Yeti, one thing I style. Save a bullet. Yeah, I know what they say. Money can buy everything. Maybe so. It could buy me a boat. They call me redneck, white trash, and blue collar. Change all that if I had a couple $1,000,000. I keep hearing that money is the root of all evil, and you can't feed a camel through the eye of a needle. I'm sure that's probably true, but it still sounds pretty cool. It could buy me a boat. It could buy me a truck to pull it. It could buy me a Yeti, one thing I stop. Save a bullet. Yeah, I know what they say. Money can't buy everything. Maybe so. It could buy me a boat to float down on the water with a fear. I hear a powerful lottery sitting on $100 million. Well, it would buy me a brand new ride and reel. It could buy me a boat. It could buy me a truck to pull it. It could buy me a Yeti, won't take ice down. Save a bullet. Yeah, I know what they say. Money can buy everything. But maybe so. It could buy me a boat. Yeah, I know what they say. Money can buy everything. Maybe so. It could buy me a boat. It could buy me a boat. Yeah, well. Yeah, it could buy me a boat. Yeah, that's right. Or a pickup. Or an airplane. Ich
Yeah. Alright, next song ist sehr ein bekannter. Immer wieder covered worden, wir covered den auch. Der High vor dem Bildschirm, vielleicht habt ihr einen Platz gefunden zum Line Dancen, der wäre einer. Ich gebe auch einen schönen Gruß nach Wien und wir spielen Wagon Wheel. I pick a banjo now. Oh no, country winners need to get me down. Lost my money playing poker. I have to leave town, but I ain't turning back to leave it at all. I no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way it feels. Hey, 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 mama, rock. So rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, 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 mama, rock me. Come on! Sound out the rolling oak, I got a truck around a Philly head and a nice long toe. He's heading west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta move him before the sun. Me and my baby calling my name. Oh, she's the only one I never die or rally. At least I will die free. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock mama, anyway, feel. Hey, mama, rock me. So rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. So rock me, mama, like the wagon wheel. Rock me, mama, anyway, you feel. Hey. Mama, rock me. So rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Oh yeah, that's right. An dieser Stelle nochmal vielen Dank da fürs Aufbauen, fürs uns Einladen. Riesig, es ist der Hammer da.
Und natürlich darf auch in so einem Kreis ein Klassiker nicht fehlen. Alright, let's play Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. One, two, three. I hear the trainer coming, it's rolling around the bay, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when I'm stuck in Folsom prison, and time gets dragging on. But that train, it keeps the rolling on down the San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Yeah, guitar. Folks eating a fancy dining car, they probably drinking whiskey and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keeps the moving, and that was churches me. Yeah, guitar. That's where I want to stay. And let the lonesome whistle blow my blues away. Yeah. Alright, so, leider kommen wir schon zu unserem letzten Song. Und zwar spielen wir noch einen Alan Jackson. Nehmen noch alle irgendein Bier in die Hand oder irgendeinen Whisky. Und der nächste Song heißt nämlich Jim und Jack und Hank. That's right. Alright. Und bevor da nehmen, noch einen Schreiber in die Hand nehmen, aufschreiben www.backwood.ch, unsere neue Homepage, ab sofort. Sichtbar. Here we go, Jim and Jack and Hank, folks. One, two, three, four. Hey, you wish that screen door slamming radically was taking place. You were holding on the Louis. He was packing, he was heavy. But a plastic handle just about to break. Well, then you pick a boy. She knew we all were going. She started barking like a tank. I was shocking, I was joking, but I would not be long. Cause I got Jim and Jack and Hank. Take your string bikini shirt and four martinis.
take what's left there in vain. Take your flight out, your colors, your sparkling water, and then perfume I never liked. Take your black machine with all that stuff the latest. To me it just a throwaway. Go out and leave me, baby. I don't need you, I got too many jagged eggs. Well now, your left screaming and your tire screeching. That little dog right in your lap. I became a little sad, I call him my old dad. He said, son, you just pulled me from my neck. I told him you were late. He said, son, now don't you hate. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can go. You still got Jim and Jack and hey. Take your stream bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bay. Take your flat eye, your colors, your sparkling water, that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me it's just a throwaway. Go out and leave me, baby. I don't need you, I got Jim and Jack and hey. Oh yeah, that's right. I began to listen to songs out in my truck and couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me. I got Jim and Jack and Hank. Take your stream bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bay. Take your flat eye, your colors, your sparkling water. Let them perfume my never light. Take your black Mercedes, all that stuff will lead us. To me it's just a throwaway. Go out and leave me, baby. I don't need you, I got Jim and Jack and hey. Yeah, now go out and leave me, baby. I don't need you, I got Jim and Jack and hey. Oh yeah. Oh yeah, that's right. Yes. All right. You go ahead, I'll be okay. Cause I got Jose and Captain Morgan. Yeah, not to mention old George and Tammy. Loretta, Molly, and Willie Nelson. Yeah, and the big Johnny Cash. Yeah, and how about old Jimmy Buffett? Bring him in there when the sun is shining. Yeah, and George Strait, an old friend. Yeah, and can't forget about Hank Jr. and all his rowdy friends. Oh yes, I'm gonna clean out the hall closet, baby. That's right. Goodbye. Ade, danke. Dankeschön. Bis bald, hoffentlich wieder live. Danke vielmals. Danke euch viel, viel mal. Ah, das ist wieder mal eine tolle Stimmung gewesen. Backwood finde ich phänomenal. Ich bin wirklich grosser Fan von diesen Jungs und vor allem vom Leadsänger. Sein Hut! Wow, da kommt er ja gerade! Hallo! Wie geht's dir? Befreit. Befreit? Befreit? Ja. Inwiefern denn? Ja, wir sind schon ein bisschen nervös gewesen. Also ich vor allem. Zwar, weil das einfach unser erstes Konzert ist seit langem. Ja. Ja, also wir dürfen ja nicht mehr spielen, wir können nicht mehr spielen. Mhm. Also von dem her, das erste Konzert, wieder super nervös. Aha. Und neue Umgebung, Livestream. Also von dem her, ja. Einfach eine heisse Sache hier in dieser kalten
Bodensee Arena, würde ich mal sagen. Ist es heißer als bei euch im Fensterkonzert? Oder ihr habt so ein Balkonfensterkonzert gemacht, stimmt das? Ja, genau. Wir haben einen super Tag verwünscht. Also von dem her, wir konnten in kurzem T-Shirt und also Vollgas und es war wirklich warm gewesen. Also da ist wirklich älter in dieser Arena. Aber, Wie sind ihr auf die Idee gekommen, eigentlich, so ein Fensterkonzert zu machen? Ja, das war die Idee von unserem Bassist. Er ist gerade im Garten umbauen und hat gedacht, ja, warum nicht? Also warum sollen wir nicht Konzert spielen? Warum sollen wir nicht den Leuten Freude machen, die im Quartier sind? Und ja, und dann haben wir das relativ zügig dann auf die Beine gestellt und haben alle Richtlinien natürlich können einhalten, dadurch, dass wir jeden am anderen Fenster waren. Und genau, und so haben wir das können spielen und es hat mega den Applaus gemacht. Und dann ist es hier gerade weitergegangen. Jetzt, wenn wir in Zukunft schauen, habt ihr dort irgendwelche Konzerte vielleicht nächstes Jahr geplant? Oder sind ihr jetzt mehr am Song schreiben oder ein bisschen am Pausieren, am Stimmstonen? Neue Instrumente lernen, neue Genre, Rap zum Beispiel. Genau, neue Sprache zum Beispiel. Genau. Nein, wir haben kein Konzert geplant, weil alle sind abgesagt worden. Wir müssen jetzt schauen, was wir machen können auf nächstes Jahr. Vielleicht dieses Jahr noch, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es noch mal so irgendetwas Streaming-mäßiges oder vielleicht noch mal ein Fensterkonzert. Aber wir sind jetzt vor allem uns am Einschaffen, uns am Einarbeiten. Wir haben sehr viel Wechsel gehabt mit den Musikern. Und darum sind wir uns jetzt noch ein bisschen am Finden. Und ja, uns bereit machen, das Repertoire aufschaffen, damit wir dann, wenn wir dann wieder spielen können, super bereit sind, dass wir gar keine Not legen können. Gute Sache. Und kaufen das Konzertticket oder merkt euch die Adresse. Wenn ich jetzt will, zum Beispiel das Balkonkonzert hören, das nächste, wo wird das sein? Ja, das ist eine gute Frage. Also gehen lassen, kommen, je nachdem dürfen wir dann vielleicht, tut es mal eben noch nicht. Ja. Wir konnten es nicht können öffentlich machen, weil halt eben dann die ganzen Richtlinien nicht eingehalten worden wären, wenn die Leute auf der Straße gestanden wären. Ja, ja, also sicher über Facebook ist immer etwas los. Wir stellen auch immer wieder einen Ausschnitt von dem Balkonkonzert ins Facebook rein. Oder eben unsere neue Homepage, die wir jetzt neu aufgeschafft haben. Sehr gut. Die Homepage habt ihr alle gemacht oder habt ihr so einen IT-Specialist? Ja, wir haben einen IT-Specialist. Genau. Und, bist das du? Nein, da bin nicht ich. Ich. Da ist irgendjemand externs. Ah, okay. Danke Michi für das. Und ja, er wird dann irgendwann wahrscheinlich auch mal mit seiner Band noch da spielen. Jetzt noch eine ganz kurze Frage zu eurem Bandnamen. Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt. Sind ihr die Hinterwäldler? Also Backwood, warum Backwood? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht wegen meinem Namen. Es hat irgendetwas Authentisches, es ist irgendetwas mit der Natur, irgendetwas Country halt. Und ja, da sind Namen gefallen, die man dann irgendwie nicht so hätte brauchen können für den Country oder für einen Bandnamen. Und ja, wir sind dann irgendwie auf da gekommen. Es gibt einen Song, der heißt Backwoods Beauty Queen. Mhm. Also ein bisschen die Hinterwäldler Beauty Queen. Und wir haben gedacht, Backwood, das klingt riesig, dann nehmen wir. Und du würdest jetzt sagen, ihr seid einfach eine Country-Folk-Band? Oder habt ihr schon noch andere Gebiete ausprobiert? Also wir sind im Country daheim, aber wir machen alle möglichen Sachen oder alle möglichen Bereiche vom Country. Mhm. Also über Klassiker wie Johnny Cash, Alan Jackson, bis hin zu den rockigen Nummern, Jay Gowen und so weiter. Mhm. Und ja, die eigenen Songs, die wir dann irgendwann mal werden machen, die sind dann auch ein bisschen in dem Range, dass einfach jeder, der gerne Country hat, irgendetwas findet bei uns, wo er hören kann. Und was heisst irgendwann mal Songs werden haben? Irgendwann? Sind ihr jetzt schon dran? Ist da eine heisse CD irgendwo im Hinterwald? Nein, es ist noch gar nicht geplant. Es ist, weil wir wollen wirklich jetzt das Repertoire aufschaffen, eben durch die ganzen Musikerwechsel. Ich bin immer schon ein bisschen dran am Schreiben, aber es darf gerne noch ein bisschen mehr Sachen drin haben, mehr Content haben, mehr und so weiter. Genau. Aber da kommt irgendwann, wir werden informieren. mega schön. Jetzt noch kurz, wie kann man euch unterstützen jetzt da vor dem Bildschirm vom Sofa aus? Gibt es eine Möglichkeit? Ja, sicher uns unterstützen halt einfach über Facebook und der Homepage. Einfach, dass man uns ein bisschen folgt und schaut, wem können wir wieder spielen und wen sind wir wieder bereit,
dass die Leute wieder dabei sind. Und an den Konzerten. Ja, und sonst jetzt, glaube ich, irgendwo einen Spende-Button habe ich mal irgendwie gehört. Oh, ich weiß es gar nicht, ob es den gibt, ob es den aufgeschaltet hat. Und wenn schon, können wir natürlich uns alle, die hier gespielt haben, können unterstützen. Unbedingt, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Man kann nämlich, glaube ich, für jede Band spenden, etwas in den Topf hineinrühren, weil das hier ist eigentlich alles freiwillig ausgebaut. Ganz viele Volunteers, die hier im Spiel sind, ein paar Partners, halt Thurgau Kantonalbank als gibt uns ein bisschen einen Zustupf. Danke vielmals für den heutigen Tag. Ja, aber schaut sicher, dass ihr den Spenden-Button klickt. Unbedingt. Jetzt noch, wie verbringst du den Sommer? Vielleicht noch etwas Warmes, Heißes zum Abschluss, dass sich der Kreis wieder schließt? Ja, halt alles da, wo möglich ist. Alles da, also eben, grosses Konzert können wir nicht, Festivals können wir auch nicht, leider. Ich bin viel auf der Straße unterwegs, halt so ein bisschen countrymäßig mit dem Auto, ein bisschen Cruising. Und halt viel Musik, viel daheim arbeiten, viel Songs schreiben, viel üben. Mhm. Ja, und ab und zu mal ein bisschen arbeiten. Okay, jetzt ganz kurz, ich will doch noch nicht ganz aufhören. Und zwar, du bist mit dem Auto unterwegs, auf der Straße, mit deiner Gitarre. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, halt so wie man irgendwie, wenn man einen Country-Song lost oder im YouTube ein Video anschaut. Genau so. Also ja, wenn man irgendwie in Dodge hineinsteigt und Gitarre hinein hat und Sonne und Country-Music. Was gibt's Mega schön. Was gibt es Schönes? Also ich werde sicher mal mich in mein Auto hineinhüpfen, auf der Straße rumfahren und dich suchen. Irgendwo, wo sehe ich jemanden mit einem tollen Hut, einer guten Stimme, schöne Gitarre. Nein, danke vielmals. Merci auch der ganzen Band fürs Kommen. Es war eine mega tolle Sache gewesen. Ich glaube, ihr habt die Bodensee-Arena alle zusammen aufgeheizt. Mhm. Auch danke nochmal vielmals allen Helferinnen und Helfern, allen Partners, dem Sponsor der Bodensee-Arena, dass wir hierher kommen durften. Eine mega gute Sache. Auch vor allem ein grosser Dank an euch Zuschauerinnen und Zuschauer. Familie, Freunde, es ist einfach nur eine Wonne, durch eure Kommentare zu scrollen und zu sehen, wie man die Freude eigentlich kann teilen kann. Dass die Musik doch auch, wenn sie über den Bildschirm kommt, direkt ins Herz hineinfließt, wie an einem richtigen Konzert. Ich würde sagen, checkt die nächsten Daten aus. Ich glaube, es ist nächsten Mittwoch und nachher ab dann im Montagmittwoch. Ja, viele weitere knackige Bands sind auf der Liste. Bis ganz bald und danke euch vielmals. Ja, danke auch. Tschüss zusammen.